Das Buch »Das biologische Massenwirkungsgesetz« von Eckhard Knaul, das habe ich hier und da ja schon mal erwähnt, es zählt für mich zu den Top-Nachkriegsbüchern, die ich gelesen habe. Und es könnte einigen sicher helfen, die Dinge aus etwas größeren Maßstäben zu betrachten. Gerade wenn es um typisch spätzivilisatorische Phänomene wie Egalitarismus, Feminismus, Emanzipation, Genderideologie, Überbevölkerung, intellektuelle sowie körperliche Degeneration, um Pöbelherrschaft sowie Rückgang der Elite und so weiter geht. Das Buch kann ohne Frage als Standardwerk bezeichnet werden und wenn du es irgendwo mal unter 100 Euro findest, da kannst du es eigentlich kaufen, denn normalerweise ist es mit mehreren 100 Euro bepreist. Ja, ich werde hier zunächst zwei Abschnitte vortragen, vielleicht kommt in der Zukunft dann noch der ein oder andere Absatz hinzu. Kapitel 2, Verschwinden der biologischen Ordnung, Absatz 2, Funktionsverlust der Frau. Emanzipation, Strafe oder Wohltat. Schon die Römer in der überfüllten antiken Stadt bezeichneten den Verlust der Weiblichkeit der Frau, das Ablegen bzw. ihre Ablehnung einer generativen Funktion und ihr Bestreben, in rein männliche Aufgabenbereiche einzudringen, auch wenn sie infolge ihrer femininen Konstitution und Körperkräfte nicht dazu geeignet war, als Emanzipatio. Bedeutete diese auch später wie heute die Freilassung der Frau aus der männlichen Herrschaft, Bevormundung und Verantwortung, so war sie doch ursprünglich eine Strafe, mit der man ein unliebsames Mitglied aus dem alle schützenden Familienbund ausschloss und es dem Tode oder der Sklaverei preisgab. Solange die Emanzipatio eine Strafe war, scheute man sich, sie auszusprechen. Doch später, da sie infolge der Überbevölkerung als Wohltat galt, wurde sie immer häufiger angewandt, denn durch die Mündigkeitserklärung waren die Eltern aus der Fürsorge für ihre Sprösslinge und die Ehemänner aus der Verantwortung für ihre Frauen entlassen. Im Laufe der Zeit wandelte sich die Emanzipatio, die Entlassung aus dem Familienbund, die in dünn besiedelten Gebieten einen erheblichen Nachteil darstellte, in den überfüllten Städten der Antike zu einem enorm fortschrittlichen Gedanken, der die biologisch notwendige Verminderung der Zahl der Nachkommen einleitete und letztlich dazu beitrug, den verderblichen Mangel an Raum zu beseitigen. Durch die Befreiung aus der Obhut des Vaters sowie des Ehemanns, also die Emanzipation des Kindes und der Frau, zerbrach die alte römische Familie. Der einsetzende Geburtenrückgang betraf anfangs vorwiegend die Sensiblen, die Gebildeten, die gehobene Schicht. Vermehrung fand zunehmend nur noch in den unteren Klassen zwischen Unbegabten statt. Damit kam es zu einer Umwandlung des gesamten Volkskörpers, es verschwanden die Befähigten. Seit einiger Zeit besteht wieder eine Überbevölkerung, diesmal allerdings nicht punktförmig beschränkt auf wenige große Städte, sondern erheblich ausgedehnter. Wieder haben wir Emanzipationsbestrebungen, wieder befreit sich die Frau von ihrer biologischen Aufgabe, lehnt eine Beschäftigung ab, die vorwiegend auf die Betreuung von Kindern ausgerichtet ist und verliert ihre feminine, generative Funktion. Wieder zerbricht die Familie, zerbricht die Urzelle des Staates, die ihren Angehörigen Halt, Schutz und Hilfe gewährt. Der Kristallisationskern des Volkes löst sich auf. Der Verfall der Ehe, wie der damit zusammenhängende Geburtenrückgang, wird von manchen Kreisen der Gesellschaft für bedenklich gehalten und Frauen, die jede Mutterschaft vermeiden, als genuss- und vergnügungssüchtig, allein nach bequemem Wohlleben strebend bezeichnet. Tatsächlich ist aber die Ablehnung jeder Vermehrung seitens der Frau beim Mangel an Raum völlig normal. Ebenso wie ihre Forderung, nun in den ehemals männlichen Arbeitsbereich einzutreten, was auch von den Parteien jeder Couleur fast auf dem gesamten Erdball begrüßt und gefördert wird, sich aber nicht mit zahlreichen Kindern vereinbaren lässt. An der ursprünglichen Bedeutung der Emanzipation als Verschlechterung der Lebenssituation für die Betroffenen hat sich bis heute nichts geändert. Sie bedeutet auch im 20. Jahrhundert, dass der Schwächere, sei es nun die Frau oder der Jugendliche, den Schutz des körperlich Stärkeren, den der Sippe, verliert, ja, dass sie eventuell selbst die Geborgenheit der Familie verlassen
und dass Rücksichtnahme auch während spezifischer Belastungen, Fürsorge und Verantwortung entfallen. Die Frau ist frei, aber auch schutzlos. Sie kann völlig über sich selbst bestimmen, aber sie wird auch nicht mehr umhegt und betreut. Sie muss sich wie der Mann in den Lebenskampf stürzen und dort behaupten. Dies gelingt ihr nur, wenn sie neben anderen unvermeidlichen körperlichen und psychischen, geschlechtsbedingten Benachteiligungen jede Schwangerschaft vermeidet, also ihrer eigentlichen naturgegebenen Bestimmung ausweicht. In früheren Zeiten war der Ehemann Herr im Haus und die Frau, wenn sie klug war, gehorchte ihm zumindest offiziell. Sie wusste, dass ihre eigene Autorität von dem Respekt abhing, der ihm entgegengebracht wurde, und vermied daher alles, was sein Ansehen gefährden könnte. Durch die Anerkennung seiner Vormacht vermochte sie sich Achtung und in ihrem Hauswesen Gehorsam zu verschaffen. Häufig traf sie die Entscheidung, schob aber dem Nichtanwesenden die Verantwortung zu oder verschaffte sich durch die Berufung auf ihn Zeit zu Überlegungen, Rückfragen und Erkundigungen. Die Entthronung des Mannes bewirkt zwangsläufig, dass sie sich nicht mehr auf seine Autorität stützen kann, sondern ihre Entscheidung gegenüber Personal, Lieferanten und den Kindern sofort treffen muss. Das führt zu zahlreichen Fehlentscheidungen wie endlosen Diskussionen. Die berufstätige Frau riskiert, in ihrer Doppelrolle zerrieben zu werden. Sie nimmt die Belastungen des Arbeitslebens auf sich, ohne sich von den Gefahren der Mutterschaft befreien zu können. Es besteht keine Arbeits-, Lasten- und Gefahrenteilung mehr, sondern sie hat auf ihren eigenen Wunsch die gesamte Bürde allein übernommen. Die moderne Frau will heute nicht mehr die bewunderte, verwöhnte Dame, die umworbene, begehrte Geliebte und die umsorgte, gehegte Mutter der Kinder sein. Nein, sie ist Mitbewerber, Geschäftsgegner, Konkurrent, Kamerad am Arbeitsplatz, und so wird sie auch als Kamerad geschunden und als Konkurrent bekämpft. Der Mann war nie in erster Linie Vater. Die Bestimmung der Frau hingegen ist es während vieler Jahrhunderte gewesen, im Schutze der Familie ihre Kinder zu betreuen, aber nicht hinauszuziehen und sich in den Kampf, den Arbeitskampf, zu stürzen. Die moderne Frau wirkt nicht mehr im Inneren, wird nicht von ihrer Seele von Liebe erfüllt. Sie strebt nach außen, bemüht sich, nüchternen, kalten Verstand walten zu lassen. Ist aber Ratio wirklich typisch für die weibliche Wesensart? Wird dadurch nicht die Frau als Frau ausgeschaltet, was sie in ihrem innersten Kern, in ihrem ureigensten Wesen trifft und Unsicherheit, Lebensangst wie neurotisches Verhalten verursacht? Die Frau möchte heute Anforderungen erfüllen, denen sie aufgrund ihrer Konstitution nicht gewachsen sein kann. Die dadurch ausgelösten vegetativ-endokrinen Störungen bestehen in vielseitigen abdominellen gynäkologischen Beschwerden. Sie sind nicht allein auf Vasolabilität, Obstipation und ovarielle Dysfunktion begrenzt, auch Schlafstörungen, Kreuzschmerzen, gesteigerte Nervosität, Kopfschmerzen und neurozirkulatorische Dystonie gehören mit dazu. Neben den Symptomen, die durch eine Überforderung verursacht werden, ist eine Abwehrhaltung bei der berufstätigen Frau nicht selten. Fast immer wirkt sich eine Gravidität nachteilig auf die Stellung wie die Aufstiegschancen im Arbeitsleben aus. Daher wird besonders von ehrgeizigen, geschulten, klugen Frauen jede Nachkommenschaft abgelehnt. Ja, so, das war jetzt der erste Auszug aus dem Buch und ich will ganz kurz hinzufügen, dass die hier beschriebenen Symptome ja ganz klar spät zivilisatorischer Natur sind, also dann eintreten, wenn Gesellschaften wie heute eben überzivilisiert sind, denn wären sie es nicht, dann würden Symptome wie Toleranz, Inklusion, Integration, Abbau der Leistungsgesellschaft und eben auch Feminismus sicher auch nicht als Tugend betrachtet werden können. Der Autor Eckhard Knaul reduziert die Phänomene im Wesentlichen auf die zunehmende Bevölkerungsdichte, was ja ganz legitim ist. Allerdings kann man das Ganze, wie ich denke, auch als vorsätzlichen Affront auf westliche, europäischstämmige Gemeinschaften werten, da eben das meiste davon primär im Westen zu beobachten ist. Kann man ja mal drüber nachdenken. Im zweiten zitierten Abschnitt soll es nun um Gleichberechtigung gehen.
Kapitel 2 Verschwinden der biologischen Ordnung Absatz 3 Die Gleichberechtigung. Da es Gleichheit zwischen den Menschen nicht gibt und schon das Kleinkind im Vorschulalter ein deutliches Bewusstsein von zwei ganz verschiedenen Geschlechtern hat, ja selbst hochgradig Schwachsinnige die Unterschiede von Mann und Frau genau kennen, wird heute die weiterhin bestehende allumfassende notwendige Forderung nach Gleichheit mit der Parole von Gleichberechtigung umschrieben. Etwas Ungleiches kann aber nicht gleichberechtigt sein. Gleichberechtigung zwischen Ungleichen zu fordern ist absurd, unvernünftig oder hohn. Von Ungleichen kann man nicht die gleiche Leistung verlangen, an gänzlich verschiedene nicht die gleichen Anforderungen stellen, wie etwa beim Wettlauf zwischen dem Igel und dem Hasen oder wenn Fuchs und Falke gleichberechtigt von Turm zu Turm fliegen sollen. Die Ungerechtigkeit gegenüber dem einen wird dann zum Betrug an dem anderen, wobei immer einer der beiden gleichberechtigten Ungleichen auf der Strecke bleibt. Nicht anders ist es bei der Gleichberechtigung der Gegensätze männlich und weiblich. Sie beginnt erst dort, wo der Hahn die Eier legt. Mann und Frau unterscheiden sich nicht nur in ihrer äußeren Form, in ihren körperlichen Kräften und in ihrer seelischen Struktur, sondern auch in ihren Gehirnen. Diese Differenzierung geschieht wahrscheinlich lange vor der Geburt durch das Vorhandensein oder das Fehlen des männlichen Sexualhormons Testosteron. Später sistiert die fetale Hormonproduktion und tritt erst wieder während der Pubertät auf. Auch in ihren Begabungen und Fähigkeiten gleichen sich Männer und Frauen nicht. Aufgrund dieser Unterschiedlichkeiten sind Frauen für zahlreiche Tätigkeiten erheblich besser geeignet als Männer. Das Verständnis für technische Dinge wie technische Begabung ist dagegen beim Mann häufig größer. Die meisten technischen Erfindungen, die heute unser Leben, unser technisches Zeitalter bestimmen, sind wegen dieser geschlechtsbedingten unterschiedlichen und angeborenen Begabungen auch von Männern gemacht worden. Das ist keine Abwertung weiblicher Fähigkeiten und keine Aufwertung männlicher. Diese Negativbewertung entsteht erst durch die Forderung nach Gleichberechtigung auf allen Gebieten, die für die Frau aufgrund ihrer femininen Konstitution unerfüllbar ist, ebenso wie für den Mann die gleichberechtigte Gravität ist. Ob die Frau bei ihren Bemühungen, in rein maskuline Arbeitsbereiche und Aufgaben einzudringen, ihre eigene Identität, ihre Persönlichkeit findet, ist höchst zweifelhaft, wenn nicht unwahrscheinlich. In den meisten Fällen bewegt sie sich ja nicht in Richtung ihrer Individualität, sondern sie bemüht sich, gleicher zu werden, sich männlichen Tätigkeiten zu widmen und sein Gebaren anzunehmen, wobei sie gleichzeitig ihre Eigenständigkeit, ihre Weiblichkeit ablegt. Da sie kein Mann werden kann, wird sie Neutrum, wird persönlichkeitslos und eingereiht in die graue Masse der Gesichtslosen, wird eine Nummer. In der Vorgleichberechtigungszeit ist die Frau daheim geblieben, führte das Hauswesen und verschaffte damit ihrem Mann jene Muße, die es ihm ermöglichte, sich ganz der Lösung schwieriger Fragen zu widmen. Das hatte eine wachsende Zahl ständig neuer Erfindungen und Entdeckungen zur Folge, die das technische Zeitalter einleiteten. Die Frau war daran nicht beteiligt, manchmal als Initiator oder als Gehilfe und fast immer als guter Geist, der die Voraussetzungen für die Einfälle des Mannes schuf. Damit verbesserte der Mensch die Lebensbedingungen so wesentlich, was schließlich die Bevölkerungsexplosion auslöste, an der wir heute kranken. Die Gleichberechtigung aber führt auch dazu, dass Frauen Tätigkeiten von Männern übernehmen, ebenso wie Männer Arbeiten von Frauen ausführen. Beide Teile verrichten also Aufgaben, die für sie nur bedingt geeignet sind. Damit werden diese Arbeiten schlechter in ihrer Qualität, als wenn sie von dem Teil geleistet würden, der von Natur aus am besten dazu geeignet ist. Eine Kultur, die nach diesem Prinzip vorgeht, muss rückläufig werden, sobald der Prozentsatz der Verschiebung hoch genug ist. Die Chancengleichheit. Gleichberechtigt ist auch der Musikbegabte mit dem musikalisch Unbegabten, denn im Sinne der Chancengleichheit darf dem Unbegabten die Möglichkeit nicht verweigert sein, Virtuose, Dirigent oder Generalmusikdirektor zu werden. In einer Schulklasse, die vorwiegend aus Unbegabten besteht, müssen sich die wenigen Begabten nach den Fortschritten nach dem Niveau der Unbegabten richten.
was eine so zusammengesetzte Gesellschaft, deren Mitglieder nach dem Prinzip der Chancengleichheit ausgebildet sind, später wirklich leistet, ist nicht schwer zu erraten. Gleiche Chancen für alle auf sämtlichen Gebieten ergibt, sorgfältig durchgeführt, nach einigen Jahrzehnten auch ein gleichmäßiges Leistungsniveau auf unterster Stufe. Unter den Bedingungen der Chancengleichheit verschwinden die Intelligenten, die Begabten, die Leistungsfähigen, während die Mittelschicht, die durch Fleiß und unermüdliche Übungen noch ein annehmbares Niveau erreichen könnte, lustlos wird und resigniert. Ein erfolgreiches Zusammenspiel ist aber nur dann möglich, wenn eine breite Mittelschicht strebsam dem Vorbild und den Anordnungen der Begabten folgt. Ein leistungsfähiges Orchester hört auf das Klopfen des Dirigenten und richtet sich nach seinen Anweisungen. Er ist verantwortlich, er leitet, und so gut wie der Dirigent ist, so gut ist das Unternehmen. Dort, wo im Zuge allgemeiner Gleichheit die Autorität abgeschafft ist und alle Unterschiede beseitigt sind, hört sie auf, etwas zu produzieren, zu leisten. Das Prinzip der Chancengleichheit erfordert, dass jedem immer wieder die Möglichkeit gegeben wird, aufzusteigen. Aber damit wird gleichzeitig die persönliche Entscheidungsfreiheit eingeengt. Wohl kaum jemand kann sich erlauben, eine Aufstiegschance auszuschlagen, nur weil er mit seinem derzeitigen Posten ganz zufrieden ist. Was würden Frau und Kinder, Freunde und Verwandte dazu sagen? Auf diese Weise rutscht so mancher in eine Stellung, die ihm nicht behagt. Ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit. Das ist die typische Rede all jener, die eine Stellung bekleiden, der sie aufgrund ihrer Anlagen nicht mehr gewachsen sind. Es gibt Schwierigkeiten mit Untergebenen, Ärger mit den Vorgesetzten. Dies führt zu Angst vor dem, was morgen kommt, zu Furcht vor neuen Aufgaben, die das eigene Leistungsvermögen übersteigen. Man fühlt sich überlastet und leidet an den unterschiedlichsten Krankheiten. Führt der Weg des sozialen Aufstieges steil nach oben, werden durch Glück und Zufall gleich mehrere Gesellschaftsklassen übersprungen, kommt es vielfach zu Anpassungsschwierigkeiten, zu Unsicherheit und damit zur Neurose. Die Missempfindungen dieses Aufstieges beruhen, was er selbst richtig erkennt, auf den ihm nicht geläufigen unterschiedlichen Normen wie Verhaltensregeln, und so fordert er jetzt lautstark die völlige Beseitigung der letzten Klassenunterschiede. Auf diese Weise spornt sich eine Gesellschaft, die sich um Gleichheit bemüht, immer wieder an, das allerunterste Niveau und damit die totale Leistungsunfähigkeit zu erreichen. In einem klassenlosen System ohne Unterschiede finden sich auf allen Ebenen immer nur überforderte Leistungsunfähige, während bei einem gegliederten Aufbau der Gesellschaft auf jeder Stufe neben einigen ungeeigneten Personen immer eine mehr oder weniger große Zahl tüchtiger, geeigneter Leute vorhanden ist, einfach weil für sie nicht die Möglichkeit besteht, in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen. Die überwiegende Mehrzahl der Mitglieder einer Gesellschaft unterschiedlicher Klassen ist meist zufrieden und nicht überfordert. In einer Gesellschaftsform ohne Klassen sind dagegen alle überfordert, unzufrieden, schließlich lustlos und interessenlos. Die meisten von ihnen, weil zu viel, aber einige, weil zu wenig von ihnen verlangt wird. Das Prinzip der Chancengleichheit für alle verhindert also, dass Begabte in Führungspositionen gelangen, bietet aber den Unbegabten fortwährend Aufstiegschancen.